Wir schauen uns heute ein Video an, und zwar Blind Dates von Sofodorf. Und zwar ist Frau Müller da am Start, aka Anna. Ich habe mit Anna auch schon mal einen Fallschirmsprung zusammen gemacht. Eine super, super coole Maus, aber wir nennen sie heute einfach ausnahmsweise mal Frau Müller, weil wir sie durch die Shorts immer als Frau Müller kennengelernt haben. Und der Name ist halt einfach witzig. Deswegen gehen wir mit dem Namen Frau Müller heute und auch Anna, teilweise je nachdem. Okay, lasst gerne noch ein Abo da für mehr Reaktionen, und wir gehen rein in das Blind Date. Blind Date! So. Die knallharte Anna Gazan ist zu Gast. Hinter dem Vorhang warten sie die Boys, die bereit sind, von Gefühlen erschlagen zu werden. Jede Runde fliegt einer raus, bis am Ende nur noch einer übrig ist. Wie groß bist du plus Körpergröße? 3. Wie groß bist du plus Was? 3, 2, 1. Das sind deine Schuhe. Die Schuhe sind sick, die habe ich auch. Nikes, liebe ich. Chillig, chillig. Ja, welche sind so deine Faves bis jetzt? 1 und 2. Ja, 1 und 2. Ich glaube, die letzten sind, ist ein anderes Modell. Die sind chillig, die sind, das sind die geilsten Schuhe. Ja, mit dünnerer Sohle. Ja, den genau. Fühle ich bis jetzt. Hier ist bodenlos dreckig. Boah, das ist schon ein bisschen zu dreckig. Was Bro, brauchst nur die Treter. Müssen wir mal sauber machen, Kelly. Vielleicht ist er aber auch gerade vom Feiern gekommen. Knows. Okay, dann ist es vielleicht nicht ganz mein Fall. Gucken wir mal weiter. Welche Schuhe findest du nicht so nice? Nummer 5 finde ich, ihr müsst dich im... Warte, war Nummer 5 die blauen? Frau Müller! Kompletten Outfit wahrscheinlich sehen, aber jetzt auf den ersten Blick ist aber es nicht ganz meins. Aber das Outfit könnte cool sein. Achso, die hier, okay. Ja, könnte cool sein. Ja. Okay, hast du eine Frage direkt? Ja, und zwar wisst ihr ja wahrscheinlich, dass ich rotes Haar habe. Aber ja. Ich bin auch immer offen für Neues. Rot und blaue Haare, beide in einem Video, ist das krass. Welche Haarfarbe könntet ihr euch noch an mir vorstellen? Also überlegst du vielleicht, also du bleibst natürlich erstmal rot, aber... Erstmal bleibe ich rot, ja. Irgendwann. Ja, you never know. You never know. Kandidat Nummer 1. Welche Haarfarbe anstelle von rot würdest du bei Anna sehen? Blau? Ich denke irgendwas Dunkles, vielleicht so ein dunkles Braun oder Schwarz. Könnte ich mir jetzt tatsächlich auch sehen. Aber ich bin tatsächlich auch ein sehr heller Hauttyp. Also ich glaube, ich könnte sehr krank wirken. Nee, du könntest so schneewittchenmäßig wirken. Doch. Kandidat Nummer 2. Okay, ja. Was siehst du bei Anna für eine Haarfarbe? Also ich bin nicht der große Fan von so experimentellen Farben, aber ich würde sagen, so brünett würde eigentlich ganz gut stehen. Ja, ist ja eine Haarfarbe. Ja. Wie stehst ein bisschen du denn, natural. Wie stehst du denn zu rot? Ja, kann man machen. Aber also, ihr steht's auf jeden Fall. Na, danke. Achso, ich vergesse immer, dass bei den Blind Dates die Leute sie kennen, aber sie die Leute nicht. Das ist ja eigentlich immer so bei den Blind Dates, aber ich vergesse das immer. Ah, dann. Kandidat Nummer 3. Welche Haarfarbe würdest du bei Anna sehen? Kommt halt ganz darauf an, ob sie wieder was in Anführungszeichen Normales haben will. Dann würde ich halt auch wieder auf ihre Naturhaarfarbe, nämlich braun, gehen. Aber wenn sie etwas Verrücktes haben will, um etwas Neues wieder auszuprobieren, würde ich sie vielleicht in so einem knalligen Rosa oder Pink sehen. Boah, ist auch cool. Oh, boah, krass. Aber so knallige Farben? Boah, also, das ist ja auch cool. Das ist ja ein richtiger Vibe, ja. Kandidat Nummer 4. Rosa ist schon chillig, ja. Ich persönlich mag es sehr, wenn Mädchen ihre natürliche Haarfarbe haben. Aha. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn die Haare... Boah, der fliegt... Boah, der... Ich bin ehrlich, Bro. Ich glaube, Frau Müller wird dich schnell rauswerfen. Ich glaube, die wird dir eine 5 auf dein Zeugnis drücken und dann wirft sie dich schnell raus. Ich glaube, ich habe so ein ganz mummeliges Bauchgefühl bei dieser Sache hier. Es sind Schwarzwürde bestimmt, die auch stehen. Kandidat Nummer 5. Wie sieht's bei dir aus? Digga, wusste, dass 5K geht. Sieht gut aus. 4K. Vielleicht nach meinem Geschmack ein bisschen dunkler. Bisschen dunkler rot? Bisschen dunkler, okay. Ah, okay. Okay. Ja, ja. Kandidat Nummer 6. Also momentan sieht's ja aus wie Bad Moms Jay. Also ich könnte mir auch lila oder blond vorstellen. Boah, lila, ja, doch, lila wäre auch ein Vibe, aber ich glaube, rosa wäre geiler. Ganz wild wäre so ein blau. Lila, blond und blau. Lila finde ich tatsächlich cool. Also ja. So ähnlich wie du, schwarz und dann mit so lila Highlights. Finde ich richtig cool. Das wäre auch ein Vibe. Kandidat 7. Ja, also ich stehe total auf rote Haare. Die kann man auf jeden Fall lassen, ansonsten vielleicht so braun, dass dann irgendwie dunkler wird nach unten. Super layage ist das, glaube ich. Auch schön, ja. Man muss sagen, Kandidat Nummer 5, die Schuhe fandest du nicht so cool, aber das ist der erste oder der einzige. Also ich glaube, Schuhe 4 und 5 mag sie beide nicht so. Der Rest feiert sie, glaube ich. Der gesagt hat so, die steht rot total gut und das findet er super gut. Ja, finde ich schön. Das ist schon cute, oder? Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich werde super ungern verglichen. Und Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, warte mal, war 6 das mit den... Nein, war 6 mit den blauen Schuhen, weil er verglichen hat? Meinte, dass ich aktuell ausschaue wie Bad Moms Jay. Oh. Und nein, das ist mein Favorit, fliegt direkt raus. Die Schuhe, die ich am meisten mag. Echt? Ja, ich bin Anna. Also ich bin nicht Bad Moms Jay, nur weil ich rote Haare habe. Ja, deshalb, glaube ich, würde ich mich sogar gegen ihn entscheiden. Oh. Boah! Bad Moms Jay ist aber ein Hottie. Aber ich verstehe das. Ja, aber ich will nicht verglichen werden. Du bist Anna. Ja. Get it. Okay. Okay, krass. Dann, Nummer 6.
Dann dürfen wir sie auch nicht mit Frau Müller vergleichen, oder? Das geht ja das auch nicht. Hallo. Oh, hi. Schön, dass du da bist. Boah, voll der Liebe. Nice, oh. Fit, kranke Uhr, Bro, teuer bestimmt. Du siehst so lieb aus. Meinst du bestimmt gar nicht so, ne? Ja, ich wollte das als guten Vergleich einfach nehmen, weil das, die sieht ja auch ganz gut aus. Warum dreht er sich so mit dem Rücken zu uns, Bro? Verstehst du, ich weiß, I know I got it, aber ich werde ungern verglichen. Ja, ja, kann ich verstehen. Ja. Danke, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ich nicht. Ich finde es nicht schlimm, verglichen zu werden. Ja, ja, tschüss. Ciao. Oh, der war ja so ein Lieber. Ja. Der sah richtig auch richtig groß. Ich stehe auf große Männer. Ja. Auch dein Typ? Ja, also ich habe tendenziell gar keinen Type. Mhm. Ich schaue mir immer die Person an und denke so, ist nice. Okay. Ja. Ja. Mhm. Fand ich attraktiv. Oder? Ja, doch. Ja, auch, er hatte voll das liebe Lächeln. Ja. Naja, nächste Runde. Macht man nicht. 3, 2, 1. Welches Outfit findest du auf Anhieb am besten? Letztes. Letztes? Ja. Letztes? Ich muss da mal ganz kurz neu schauen. Ich brauche ja auch ein Favorite Outfit und ich bin ehrlich, ich glaube, ich bin bei ihr. Ich finde eins geil. Ich mag so schwarz und weiß. Merkt man wahrscheinlich am Auto bei mir gerade. Schwarz-weiß mag ich. Das letzte. Ich glaube, letzte auch. Und eins. Gedacht, aber passt auch zu dir. Er hat auch Ringe. Findest du gut? Ja, finde ich sehr attraktiv. Ringe generell? Ja. Wollt ihr alle mal eure Hände zeigen? Nummer 4 und nur Nummer 6. Aber hier Armband auch cool. Mhm. Doch, schöne Hände. Aha, aha. Welches Outfit findest du nicht so ideal gerade? Ich sag, sie sagt das hier bestimmt, das hier. Boah, ich mag alle tatsächlich. Ich finde alle Fitten richtig gut. Okay, hast du eine Frage? Okay. Ja, tatsächlich. Und zwar, wie steht ihr zu Kampfsport? Da ich ja seit neuestem boxe und auch vorhabe, weiterhin vielleicht auch cool. Kämpfe zu machen. So Frauen, die boxen oder so? Ich feiere das. Ich mag das voll. Warte, was hat sie gesagt? Da ich ja seit neuestem boxe und auch vorhabe, weiterhin vielleicht auch ein paar Kämpfe zu machen. Ja, wie steht ihr dazu? Boah. Also, guck mal, per se, ich find's cool, dass Frauen boxen. Ich find's aber nicht cool, wenn Frauen sich gegenseitig so wirklich richtig boxen. Ich mag's aber auch bei Männern nicht, okay? Nicht, dass ich jetzt hier Frauen, nein, die dürfen das nicht. Nein, nein, ich find's bei Männern auch nicht cool. Aus dem einfachen Grund, weil die Gefahr, sich wirklich bleibende Schäden zuzufügen, ist halt sehr hoch. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Fall kennt von diesem, ich war's ein MMA-Fighter, glaube ich. Der hat irgendwie, K.O. ist er gegangen und ist dadurch, im Rollstuhl gelandet und kann nichts mehr machen. Das ist so crazy, Alter. Und ich glaube, sein Leben, also klar, macht, was ihr wollt, na, am Ende des Tages, na, wenn ihr boxen und kämpfen wollt, ey, macht das, juckt mich nicht. Ich bin nur kein Fan davon, okay? Und ich finde es krass, dass man halt so bleibende Schäden davon ziehen kann. Das ist halt crazy. Deswegen finde ich es ein bisschen dumm. So, I don't know. Nice. Kandidat Nummer 1. Wie schaust du zu Kampfsport? Aber Kampfsport an sich, sich zu verteidigen, geil. Sehr cool. Ich habe mich da auch schon mal ein bisschen durchexperimentiert. Momentan mache ich leider nichts mehr. Aber ich habe da wohl sehr Interesse dran. Hättest du Bock, mit deinem Freund oder so mal zusammen zu boxen? Oder Sparring so zu machen? Ja, finde ich schon cool. Ja? Ja? Ist auch so eine coole Connection irgendwie, oder? Ja. Das kriegen wir sicherlich hin. Ja, sehr schön. Ja, geil. Kandidat Nummer 2. Also ich habe mich selbst noch nicht im Kampfsport ausprobiert, aber habe schon einige Berührungspunkte privat gehabt mit Freunden, die da schon ihre ersten Amateurkämpfe im MMA hatten. Aber ich finde das wirklich stark, dass du das machst, weil das hat auch viel mit Disziplin und Ausdauer. Ja, ja, das stimmt. Und das finde ich echt gut. Oh, echt schön. Ich dachte gerade, ich habe ein bisschen Erfahrung in so Kämpfen mit Freunden schon gehabt. Ich bin schon auf Partys geboxt. Nee, also man muss ja definitiv sagen, es je nachdem wie sehr man das ja betreibt, kann es ja auch mal im Gesicht ein paar Sachen verunstalten. Damit muss man ja auch zurechtfinden. Oder allgemein, man muss ja auch, man sieht ja wahrscheinlich seine Partnerin, wie sie vielleicht auch mal verschlagen wird. Also ich weiß nicht, wie da Leute damit umgehen können. Stimmt, eigentlich. Oh, ich fand das, als du geboxt hast, ich fand das ganz schlimm. Weil ich dachte so, okay, bei dir nicht, weil du nicht so viel auf die Fresse bekommen hast. Aber bei anderen schon. Ja. Wenn die so vermöbelt wurden, ah! Mhm. Ah! Kandidat Nummer 3, wie stehst du zu Kampfsport? Ja genau, erstmal Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Ja, gerne. Ja Mann, hab ich mega gefeiert. Auf jeden Fall finde ich es mega gut, wenn eine Frau sich zu verteidigen weiß. Deswegen finde ich es mega gut. Ich habe auch jahrelang geboxt. Deswegen von daher hättest du auf jeden Fall an deiner Seite mit mir einen der stärksten und besten Kampfpartner. Geile Antwort. Stärksten und besten. Weißt du, wenn die irgendwie mal angegriffen werden, sonst was, beide gehen in Kampfposition und boxen den anderen weg, Alter. Als Selbstverteidigung natürlich nur, ne?
Voll gut, so, oder? Ja, ich finde gut, geil, dass er es selber auch kann. Auch so selbstbewusst so. Ich bin einer der stärksten, ja, und besten. Ganz nach dem Motto, train hard, fight easy. Ja, geil. Nee, finde ich gut. Mag ich, ja. Nice. Kandidat Nummer 4, wie stehst du zu Kampfsport? Ich liebe Kampfsport über alles. Ich mache Kampfsport, seitdem ich ungefähr 5 bin. Ich habe erst mit Taekwondo angefangen, dann rüber zu Kickboxen und dann zu Boxen. Also ich mache Kampfsport im Prinzip mein gesamtes, krass, Leben lang. Habe auch schon in mehreren Turnieren mitgemacht. Und ich fühle das Boxen auch sehr, sehr krass. Deswegen würdest du das nächste Mal im Ring stehen, ich würde dich lauter als alle anderen anfeuern. Oh. Das ist schon süß. Da muss man... Ich muss sagen, am Anfang dachte ich so, okay, wird schnell rausfliegen. Das war mein Bauchgefühl. Aber jetzt mit der Antwort, ich glaube, er hat richtig gut gepunktet. Oh, ich glaube, cool. Richtig gut. Okay, Kandidat Nummer 5. Wie stehst du zu Kampfsport? Ich habe mich in dem Bereich noch nicht so probiert. Ich stelle es mir auf jeden Fall relativ spaßig vor. Spaßig? Okay, ja. Ja, weiß ich nicht. Also, ob man das als spaßig betiteln kann. Also, wenn man aufs Maul bekommt, ja, weiß nicht. Ich sehe da nicht so den Spaß drin, aber okay, hey, you do you, ne? Also, kann man auf jeden Fall mal probieren. Vielleicht wird es ja was. Ich glaube, es ist nicht so spaßig, wenn du siehst, wie Anna vermöbelt wird oder vermöbelt. Aber was, wie glaubst du, würdest du damit umgehen können? Sie wird nicht vermöbelt, weil ich ihr helfe. Aber diese er geht dann einfach in den Ring. Er boxt dann. Okay. Runter. Fass nicht meine Freundin an. Ich dachte, es kommt jetzt, sie wird nicht vermöbelt, weil sie besser ist. Dachte ich auch, dass der es sagt, aber ja. Das sowieso. Aber natürlich, ich nehme jede Hilfe gerne an. Kandidat Nummer 6, wie stehst du zu Kampfsport? Also ich habe 2 Jahre in Spanien habe ich Kraft Mager gemacht und Boxen feiere ich sowieso. Ich bin ein super Conor McGregor Fan. Mhm. Kraft Mager. Das ist eine Kampfsportart, ne? Ich kenne Boxen, MMA und das war es dann. Aber das ist eine Kampfsportart, ja, ne? Ja, das ist so eine israelische Kampfsport, der bei der Army gelernt wird. Oh. Ah. Hättest du Bock, so andere Sachen auszuprobieren mit ihm zum Beispiel? Im Bett? Na was? Nein, Hast du gesagt? Ja, voll, ich bin offen. Also deshalb habe ich ja auch den Boxkampf gemacht. Alle würden mich supporten, was toll ist. Ich würde es verstehen, wenn man sagen würde, feiere ich nicht. Ja. Ja, ja. Würde ich wirklich verstehen. Ich gehe jetzt diese Runde, glaube ich, aufs... Ich bin eher dann der Typ, der es nicht ganz so sehr feiert, wenn sie in den Ring steigt. Das habe ich ja schon gesagt. Wenn sie so Sport macht und so alles übt und so, ey... Das feiere ich. Nur in den Ring steigen, das fühle ich nicht ganz so sehr. Aber na, muss jeder für sich. Das Outfit und die Schuhe von Nummer 4 sind... Ich würde dir auch beim Putzen... Es war doch Nummer 4, der jetzt rausfliegt. Aha! ...helfen, dass es fürs nächste Date funktioniert. Oh. Ist das aber ein Deal? Aber er hat den Ring an! Ja, aber die Schuhe sind... Ich würde dir helfen. Ey, wir können auch super lange trainieren auch. Ich bin da voll dabei. Er wird drin bleiben. Er kämpft, dass er drin bleiben kann. Okay. 100%. Okay. Oh mein Gott, er kämpft richtig für dich. Ich mache mit dir Prep-Meals alles. Ich mache die Vorbereitung sogar. Ich koche. Rose geht jetzt einfach mit schönen, freshen Kicks kommen müssen. Aber dann würdest du das ja auch alles machen, auch wenn ich dich jetzt rausvote. Nee, dann können wir das ja nicht machen. Weil wir müssen ja uns jetzt... der kämpft richtig um sein Leben. Oh nein! Finden, bis mehr kennenlernen. Er will dich so sehr, Anna. Okay, nee, aber ich lass mich nicht unterkriegen. Ich bleib meiner Entscheidung treu. Okay, du bist eine gestandene Frau. Ja. Ich will dich nicht. Kandidat Nummer 4, du kannst dann jetzt hervorkommen. Oh nein! No. Schade. Ich hab dich echt. Voll der Süßi. Sehr gerne supportet. Hallöchen, freut mich. Schön, dass du da bist. Aber siehst gut aus, siehst du. Danke, du hast sehr schöne Augen. Dankeschön, du auch. Danke. Passt du, Brille. Hat mich gefreut. Ciao. Brauchst du jemanden, der voll der Liebe. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht jemanden brauchst, der sehr so hart auf seine Meinung steht, oder? Also es sollte ein gutes Zusammenspiel sein. Ja. Also ich will jetzt nicht, dass ich jetzt so Alpha-Man habe oder so, weißt du, so, dass der alles macht. Es soll halt ein gutes Miteinander sein und halt auf jeden Fall supportive. Safe. Ja. Hast du noch eine Frage? Ja, eigentlich super langweilig für mich, aber sehr wichtig. Pizza oder Pasta? Boah, voll die schwere Frage. Pizza oder Pasta? Ey, ich würde overall, glaube ich, sagen Pizza. Ja, ich glaube, ich nehme Pizza. Ja. Okay, du musst am Ende dann sagen, ja, was dir am wichtigsten ist. Kandidat Nummer 1, Pizza oder Pasta? Also ich mag beides echt gerne, aber speziell, wenn ich zu Hause bin und wirklich Hunger habe, dann entscheide ich mich meistens für Pasta. Was für Pasta? Je nachdem unterschiedlich, wo ich gerade Lust drauf habe. Ja, cool. Okay, weiter. Kandidat Nummer 2. Ich bin auf jeden Fall für Pasta. Kandidat Nummer 3. Ich bin ebenfalls für Team Pasta. Nummer 4. Ich bin eigentlich Fan von beidem,
Aber ich glaube, wenn ich jetzt so spontan entscheiden müsste, dann würde ich mich für Pizza entscheiden. Kandidat Nummer 5. Boah, bei mir auf jeden Fall Pasta. Krass, ich würde nie auf die Idee kommen, Pasta mitzumachen zu Hause. Ohne Witz, ich bin begeistert von euch Jungs, weil bei mir ist immer Pasta. Echt? Krass, das heißt, die eine Person, die gesagt hat, Pizza, die ist jetzt raus. Die ist infinito, glaube ich, oder? Und im Normalfall, jeden, den ich frage, es heißt immer Pizza. Ja, crazy. Also entweder die schauen alle meine Streams und wissen, dass ich Pasta-Liebhaber bin. Was ich streame. Also, aber voll gut. Was machst du immer für eine Pasta? Bei mir ist eigentlich meistens irgendwas mit Sahne und mit ganz viel Parmesan. Aber ich muss, also Pasta ist auch gigantisch geil, aber so eine, ich stelle mir so, also ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr jetzt, dass ich weird bin, ich mag erstens Hawaii, mag ich sehr gerne. Hawaii ist meine Lieblingspizza, ja. Und was ich auch oftmals mache, ist auf die Hawaii-Pizza. Also ich bestelle, wenn ich bestelle, meistens so bei Smileys oder so. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch Smileys, das ist so eine Pizzakette, gibt es nicht überall in Deutschland. Da mache ich eine Hawaii-Hollandaise-Pizza. Ey, trust Leute, die ist halt giga geil, okay? Hawaii-Hollandaise, die ist so krank, ne? Ich feiere das mega. Ah, geil. Sehr geil. Ich würde nie auf die Idee kommen, mir Pasta zu Hause zu machen. I don't know. Ich würde immer Pizza nehmen. Nee, ich Pasta daheim und auch im Restaurant tatsächlich. Ist auch so. Also im Restaurant esse ich auch eher Pasta. Aber zu Hause, ich würde viel zu faul, mir Pasta zu machen. Dann lieber Pizza. Pizza. Macht mir gar nichts von beiden, to be honest. Ich meine, wenn eher was mit Reis oder so, weil es ein bisschen gesünder ist. Ja, ich weiß. Oder Salat. Ich verstehe den Gedanken, aber immer Pasta. Naja, anyway, sus. Dann auf dieser Basis musst du jemanden rauswählen. Das ist ein bisschen schwierig. Nein, es ist leicht. Es ist nämlich eine Person, die Pizza gesagt hat, ja. Weil Kandidat Nummer 4 der Einzige war, der Pizza gewählt hat. Das ist mein Lieblingsoutfit, actually. Das ist der Mann. Oh. Okay, dann Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich darf die Vibe nicht Mann, so. Mann, die Pizza hat dich rausgekickt. Aber das Outfit schaut wirklich overall geil aus. Richtig, das ist ein cooles Outfit, ja. Danke, dass du da warst. Ja. Tschüss. Bye-bye. 3, 2, 1. Hallo! Was denkst du? Welches Outfit ist am coolsten? Also, am wenigsten mag cool, ich. Ich hoffe, gleich kommt nochmal groß. Ich finde 4 am besten. Ich finde auch, glaube ich, 4 am besten. Black. Und ich glaube, das dritte fand ich nicht so geil. Also, All Black ist immer gut. Ich mag jeden Fit. Ich fahre ja auch Nummer. Na, also, Nummer 3, das ist halt das, was ich persönlich nicht so mag. Ne? Die anderen finde ich besser. Ich finde das am besten. Also, ne, Nummer 4 und Nummer 1. Dann das und dann das. 2 extrem, aber jetzt so würde ich mich für 3 und 4 entscheiden. Okay, einfach weil es besser zu deinem Vibe passt. Ja, es ist so irgendwie so sportlich elegant. Ja, gefällt mir. Nummer 1 finde ich auch sehr chillig mit der Weste. Ich finde alle 4 irgendwie cool, auch unterschiedlich. Hast du eine Frage? Ja, meine Frage wäre, tragt ihr einen Bart? Ah, oh, das ist bestimmt eine Weile. Ja, ja. Okay, klar, guck Nummer mal. Nummer 1, trägst du einen Bart? Nee, ich trage keinen Bart, ich bin im Gesicht der völlige Milchbubi. Oh, aber weil du kein Bartwachstum hast? Genau. Okay. Ah. Ja, ist okay. Kandidat Nummer 2, trägst du einen Bart? Also bei mir ist der Bartwachstum auch noch nicht so fortgeschritten, aber ein bisschen was am Kinn. Mhm. Wieso? Bisschen was am Kinn, weiß nicht. So wie so eine Ziege. So. Ja, ein bisschen Pflaumen. Kandidat Nummer 3, trägst du einen Bart? Ja, also ein bisschen Bart habe ich auf jeden Fall. Ob es ein 3-Tage- oder 4-Tage-Bart ist, das darfst du dann später, wenn du mich willst, gerne selber entscheiden. Aha. Kandidat Nummer 4, trägst du einen Bart? Ich habe auch nur ganz leichten, so 3-Tage-Bart, aber halt rasiert an den Seiten, damit es schön clean aussieht. Findest du Bärte gut oder nicht? Ich mag Bärte, ja, aber es ist auch immer so Typsache. Ja. Aber tendenziell würde ich mich eher nach Männern... Was würdet ihr bei mir sagen, Leute? Ihr kennt mich mit Bart, aber ihr kennt mich auch ohne Bart. Ne, warte mal. Ihr kennt mich ohne Bart, aber auch mit Bart. Achtet nicht auf die Haare, bitte, wenn es blende irgendwas ein. Wenn ihr jetzt nichts einblendet, ist mir voll unangenehm. Ich glaube ohne, oder? Um den Dienen. Ja, auf jeden Fall mit mehr Haaren auf dem Kopf, also, ne? Also Nummer 3 und Nummer 4 findest du am besten, so. Okay. Wird aktuell auch passen, so mit den Outfits, die tollen Bart. Ja. Also deine Faves sind 3 oder 4, du hast jetzt noch 1 oder 2. Beide Milchbubis, der eine hat ein bisschen Bart am Kinn. Aber Bart am Kinn ist halt... Die zwei können ja vielleicht sagen, wie die mich dennoch überzeugen können, obwohl die keinen Bart haben. Okay, Kandidat Nummer 1, wie würdest du Anna dennoch überzeugen? Ich kann dir alles bieten, was du willst. Ich kann sehr gut kochen, das heißt, ich kann für uns immer Pasta machen. Das ist voll gut. Actually gut, ja. Kandidat Nummer 2, wie wirst du Anna überzeugen? Also ich denke mal, dass... Arme verschränken, das ist mein Beste, das kannst du nicht machen. Das ist super, das kann man nicht bringen. Das ist sehr abweisend und sie sieht das.
Das heißt, es ist sehr abweisend gegenüber ihr. Ich mit meinem Charakter. Körpersprache, Leute. Da punkten könnte, weil ich viel Wert auf Loyalität und auf Ehrlichkeit lege. Und ich glaube, er ist raus. Immer das gebe für die Menschen, die mir sehr wichtig sind. Oh, war eine süße Antwort. Das ist schon sehr süß. Süß. Das ist echt süß. Okay, du musst dir jetzt aber einen rauswählen. Das ist actually den Koch voll. Oder den Loyalen. Der dir die Pasta ans Bett bringen würde, mit dem du romantische Abende haben kannst. Oder der dir auf jeden Fall nicht fremd geht. Ich glaube, ich würde mich gegen Nummer 1 entscheiden, weil ich jetzt rein nur von der Statur her Nummer 2 irgendwie so ein bisschen safer, weißt du? So, ich mag es, beschützt zu werden. Mit so groß. Ja. Ja, okay, check ich. Wow! Weil der Nummer 2 größer okay. ist. Kandidat Nummer 1 muss mir jetzt vorkommen. Ich weiß. Hallo. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Dir steht's aber actually gut. Ja, ja, voll. Doch. Ich gebe mein Bestes. Und ja. Du hast hier ein bisschen Bart, sehe ich. Ja, das sind diese kleinen. Der Anfang. Den habe ich auch. Okay, danke, dass du da warst. Danke schön. Ja, Frau Müller. Nächste Runde. Wir haben ja diesen Joker hier. Ah. Ey, bitte, 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 bitte. Das, diesmal darf es nicht so unangenehm sein wie letztens. Boah, letztens hat mich echt gekillt. Das ist eine Frage. Irgendwas in diesem Joker soll dir helfen, die Liebe deines Lebens zu finden oder zumindest eine Person rauszuvoten. Okay. Also, willst du die einfach mal öffnen? Mach ich. Und das ist meine neue Single. Wow, 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 wow. Ah, okay. Ist da noch irgendwas drin? Nee. Da ist ja nichts drin, ne? In welche Richtung geht das denn jetzt? Anna hat jetzt ihre Boxhandschuhe an. Was ist deine Gewinnerpose? War schon stark. Ich glaube, ich stand so am Ring. Ich war so. Dann habe ich erst mal meinen Gürtel fallen lassen. Wer ist der links jetzt? Wo kommt der her? Ich hab den so, ich hatte die Handschuhe noch an, habe ich den Gürtel hochgehoben und auf einmal ist er runtergefallen. Ich habe nur gesehen, als du, dass der gesagt hat, dass du gewonnen hast, standst du so. Ah! Das war geil. Okay, er will unbedingt dir zeigen, dass er die große Liebe ist. Und er hat sich jetzt bereit erklärt, einen kleinen Testbox zu machen. Ich gebe dir einfach eine Gerade. Komm. Ich wollte antäuschen. Boah, ich weiß. Achso, das ist der rausgeworfen, ne? Der unbedingt drinnen bleiben wollte, der bräst das. Ach Gott. Na, schon wieder. Hä? Fandst du gut? Ach, ganz gut. Hast du volle Pulle oder nee, warst du so ein bisschen zwei, oder war das volle Pulle? Nein, nein, nein. Ich habe ein bisschen Angst, wirklich. Okay, fair. Angst, dass dir die Rippen bricht. Frau Müller ist nämlich stark. Wir kämpfen, Frau Müller. Frau Müller ist krass. Aber danke, dass du da warst. Vielleicht hast du noch ein paar Pluspunkte. Okay. Du hast jetzt vielleicht, aber noch vielleicht meldet sich Frau Müller ja danach bei ihm. Deine drei Kandidaten und du kannst ihn jetzt allen einmal in den Bauch boxen und dann gucken, wie sie reagieren. Mm, oh Gott, boah. Das fühlt sich so falsch an irgendwie. Nein. Aber guck mal, das ist was Cooles, als wie das letzte Mal mit der Single. Das war ein bisschen weird. Selbstbewusstsein machen. Ja? Standhaft geblieben. Boah, wenn jetzt einer so und keine Luft bekommt, das wäre schon unangenehm. Ja, ein bisschen. Bisschen nach hinten getorkelt. Wenn ich fester schlage, dann fliegt er. Okay. Kandidat okay. Nummer 2. Anspannen. Ja, ist gut. Der war gut. Aber man sieht den Kinn und so von den Leuten. Das ist hart auf jeden Fall. Der war ready. Okay, bist du ready? Ja. Alle standhaft. Auch gut. Alle Männer, gut. Wir sind auch alle Macher. So gestanden. Also, gib mir. Aber gut, oder? Ja. Okay, kannst du jetzt auf Basis dieser Boxkämpfe jetzt jemanden rauswählen? Nee, aber es weiß ich nicht. Steht ihr drauf, geschlagen zu werden? Oder wieso habt ihr es jetzt mit euch machen lassen? Ja, wow! Wow! Nummer 1, stehst du darauf, geschlagen zu werden? Also ich stehe nicht unbedingt drauf, geschlagen zu werden, aber ich habe es mitgemacht, um dir einfach zu beweisen, dass ich mindestens, wenn nicht sogar viel, viel stärker als der hier rechts von mir ist und auch links. Mhm, er hat es auch gut gemacht. Kandidat Nummer 1, wie siehst du das? Eigentlich stehe ich nicht darauf, aber ich bin da sehr confident, dass ich da was tanken kann, sage ich mal, durch mein Training im Gym. Und Kandidat Nummer 3? Ja, also wenn man Druck oder irgendwie Wut abgebaut werden muss, dann bin ich doch da, das ist kein Problem. Da wurden 3. Na, das ist falsche Antwort, weiß nicht. Also je nachdem, wenn wir so einen Boxring machen, aber so privat, I don't know, ob jetzt die Frau den links schlagen soll, ne? Schläge abkassiert, 3 Antworten. Alle 3 stehen irgendwie da drauf, geschlagen zu werden. Wen findest du nicht so toll? Also die haben alle 3 echt durchgehalten. Ich bin jetzt mal so frech und würde aber Nummer 3 rausvoten, weil ich glaube, wir sind relativ gleich groß und ich stehe... Oh, die Größe! Shit! Tendenziell eher auf größere Typen. Ah, natürlich. Scheiße. Yes. Okay, bist du dir sicher?
Ja, ich bleibe bei meiner Antwort. Alright, Kandidat Nummer 3, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Hab mich gefreut. Hallo. Hallo. Ja, er ist ein bisschen größer als du. Ja, ein bisschen. Aber nicht groß genug. Aber sehr nett, hat mich sehr gefreut. Tschüss. Ciao. Bye bye. Finale. Oh. Hast du jetzt noch eine Frage fürs Finale? Ja, und zwar, wie groß bist du plus Körpergröße? Nein, Spaß, Körpergröße. Nein. Wie groß bist du plus deine Körpergröße? Nein, for real. Okay, wie groß bist du? Körpergröße 1,87. 1,87, das ist doch groß. 1,87. Kandidat Nummer 2? Ich bin sage und schreibe 1,79. Beide groß. Beide größer als ich. Ich bin 1,77, dann ist er noch so ein bisschen, das ist doch voll die gute Größe. Mhm. Ja, du findest den größeren besser? Ja, größer ist immer besser. Egal welche Körpergröße. Okay, willst du noch eine Frage stellen oder hast du schon deine Antwort? Ja, und zwar, wie würdet ihr reagieren, wenn ich mit euren Eltern so gar nicht klarkommen würde? Würdet ihr die Beziehung trotzdem am Laufen halten oder wie würdet ihr reagieren? Kandidat Nummer 1, stell dir vor, Anna und deine Eltern würden sich gar nicht verstehen. Deine Eltern würden Anna hassen. Was würdest du tun? Ich würde auf jeden Fall erstmal auf meine Eltern zugehen und mit denen darüber reden, was denn nicht stimmt. Mhm. Und das Problem auf jeden Fall versuchen zu beseitigen, weil die Connection mit Eltern und der Freundin ist sehr wichtig. Kandidat Nummer 1, stell dir vor, das Problem würde sich nicht beseitigen. Also deine Eltern finden einfach ihren Vibe oder ihre Intention nicht gut. Was würdest du dann tun? Wenn sie die eine ist, dann würde ich mich wohl für sie entscheiden. Kandidat Nummer 2, wie würdest du reagieren? Das ist echt eine sehr schwierige Frage. Ich könnte jetzt der Anna vielleicht ein bisschen Honig ums Maul schmieren, aber ich will darauf ehrlich antworten. Ich gehe einfach davon aus, dass wenn Anna die Frau ist, die mich glücklich macht, meine Mutter könnte sie ja gar nicht hassen, weil meiner Mutter geht es ja hauptsächlich darum, ihren Sohn glücklich zu sehen. Und wenn Anna die Frau ist, die mich glücklich macht, dann kann sie uns nur gemeinsam lieben. Okay, das wäre ja Idealbeispiel. Aber was wäre wirklich, wenn es so eintreten würde, dass wir uns hassen würden? Wenn du meine Mutter hast, dann bist du auf jeden Fall nicht die Richtige. Ja. Oh, man kann es immer so wenden und drehen. Also ich fand die Antwort von Nummer 1 sehr gut, dass er meinte, man würde auf jeden Fall erstmal darüber sprechen, so woran liegt es, wieso, weshalb, warum. Aber Familie über alles, also es gibt nur Probleme. Also es ist auch traurig, stell dir mal vor, du heiratest und du kannst deine Familie nicht dabei haben. Ja, also ich finde das schrecklich. Ja, jetzt haben beide eigentlich relativ gleich sich mal geantwortet. Obwohl, bei der Nummer 1 meinte, wenn ich die Richtige ist, dann würde das für dich entscheiden. Nummer 2 war eher so Richtung Family. Eine Mutter habe ich halt nur eine, ne? Und Freundin mehrere, oder wie? Nein, aber ich meine, wenn Anna nicht meine Frau sein wird, dann wird es halt wahrscheinlich eine andere. Aber eine Frau kann ich immer wieder haben. Wenn ich mich scheide, komme ich mit der anderen zusammen. Nicht, dass ich jetzt so wäre, aber ich meine, eine Mutter, die habe ich nur einmal. Wenn sie weg ist, dann ist sie halt für immer weg. Dann kann ich ja nicht einfach eine zweite Frau holen und sagen, jetzt spielst du meine Mutter. Außer meine Mami. Mami, spiele ich deine Mami. Also ich glaube dadurch, dass, also es ist lieb gemeint, wenn ich die eine bin wirklich. Es ist auch immer so, you never know, wenn es in real life wirklich passiert, wie du dann handelst. Aber jetzt so rein nach meinem Ansatz würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall immer mit der Familie gehen würde. Deshalb würde ich nur 1 rausvoten. Weil er meinte, wenn ich wirklich die eine wäre, würde das machen. Was super süß ist, aber ich das nicht möchte. Ja, ich check schon, ich check. Okay, fair. Damit haben wir unseren Gewinner. Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Oh, hallo, was geht? Die hallo, Hand. Anna. Guten Tag, danke, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Wie fühlst du dich als Zweitplatzierter? Ja, muss ich so hinnehmen. Ist schade. Könnt ihr noch in DMs leiden. Aber da ist ja unser Gewinner. Ich danke dir. Danke, dass du da warst. Boah, wie schnell weggejietet wurde. Dann kann der Gewinner jetzt unter dem Vorhang hervorkommen. Oh. Hallo. 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 Servus, wie geht's? Alles klar? Das Servus. Hi, geht's dir gut? Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wie geht's? Was denkst du? Er hat auf jeden Fall Confidence, ne? Nett. Sehr schön. Ja, Mann, vielen Dank. Was sagst du? Hübscher als auf Instagram-Bildern. Danke. Aha. So cool. Viele sind halt Catfish, hier ist es umgekehrt. Echt? Ja, klar. Stabil. Lieber so als andersherum. Ja, oder? Auf jeden Fall. Mega. Und, was macht ihr jetzt? Ich habe hier so einen Sushi-Laden gesehen. Aha. Hast du Lust? Sushi oder? Klingt gut. Pasta. 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 Ciao, ciao. Tschüss. Ups. Alright. Wieder so gut gemacht. Frau Müller hat wohl doch jetzt einen Mann an ihrer Seite. Okay, das war's aber wieder mit der weiteren Reaktion. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr noch mehr
Reaktion wir heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis dann, ab euch lieb und ciao. Und schaut auch gerne bei Sophie vorbei. Also den Link dazu in der Videobeschreibung. Ich bin da auch, by the way, demnächst mit Gnu. Yay. Bis dann. Ciao.